Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für eine Kreuzworträtselrunde. Und wow. Ja, ich habe mich tatsächlich gestern erst dazu entschlossen, endlich mal die Kreuzworträtselrunden auch hochzuladen. Da ist einiges zusammengekommen. Und ja, jetzt möchte ich natürlich trotzdem weitermachen mit der ganzen Sache. Das heißt ja noch nicht, also dass ich das hochlade, heißt noch lange nicht, dass es zu Ende ist. Beziehungsweise ich habe mir mal so ein bisschen Vorschub geleistet. Ja, aber schön ist auch, dass als ich das dann hochgeladen hatte, was da so an Kommentaren kam, zum Beispiel, dass wiedererkannt wurde, was ich als Hintergrundmusik verwende. Ich finde das echt schön, dass Leute sich das so über so einen langen Zeitraum merken. Beziehungsweise, naja, vielleicht kamen sie auch einfach drauf, ich werde ja sicherlich nicht irgendwas verwenden, was nicht so Copyright befreit ist. Oder habe ich es dazu gesagt, dass ich eine Playlist dazu benutze, die aus meinem Zeug besteht? Eigentlich nicht. Jedenfalls, schöner aber noch, als wenn Leute das erkennen, ist es, wenn sie etwas noch nicht kennen. Wie zum Beispiel das, was jetzt gerade im Hintergrund läuft. Aber jedenfalls kümmern wir uns mal nicht zu sehr drum. Ich möchte ja schließlich ja, hier ein Kreuzworträtsel machen und nicht über Musik reden. Eine Nudelsorte. Pasta? Ernsthaft? Könnte sein, aber würde ich noch nicht versuchen. Triebmittel. Natron, Backpapier. Nein, Quatsch. Sachbezogen. Tatsächlich. Nee. Muss ich noch überlegen. Windschattenseite. Hinten. Heck. Lichtschein. Ich frage mich, was die alle gerade so, was das alles bedeuten soll. Gewässerrand ist erstmal einfach. Das ist das Ufer. Machen wir das erstmal. Staudige Sporenpflanze. Gute Frage. Ich möchte eigentlich noch nicht hier Pasta eingeben. Sportlicher Wettkampf. Also erstmal das Wandervolk sind Nomaden zum Beispiel, ist aber hier auch nicht gemeint. Makellos könnte rein sein. Ja, ist rein. Erwerb ist ein Einkauf. Huch, eigentlich sollte nicht gleich dasselbe wiederkommen. Ich ändere das mal. So. Außer natürlich, also ihr habt vielleicht ja auch nichts dagegen, wenn jetzt die ganze Zeit ein und dasselbe Lied läuft. Umgangssprachlich Zwanni. Das ist der Zwanni. Ersatzreifen. Neopren. Nein. Abkürzung für Straße ist STR und ich habe es falsch rum eingetragen. Polstermöbel ist ja dann wohl eher. Das Sofa. Englisch Handel ist Trade. Vortrag ist die Rede. Ja. Italienisch Liebe. Amore. Das ist Amore. Aber betagt ist nicht Amt, sondern alt. So. Amore. Ja, sie. Ich vermute mal, die meinen mit Ersatzreifen das Notrad. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, boah, ich brauche jetzt unbedingt mein Notrad. Klingt eher wie so ein Ersatzfahrrad tatsächlich. Ausruf des Erstaunens. Ah, mein Stylus. Persönliches Fürwort ist dann ich. Die Folgerung ist das Fazit. Ja, nee, sportlicher Wettkampf ist keine Olympiade in dem Fall. Neben, bei, das kriege ich noch hin. Hinterlistig, Link. Nicht der aus Legend of Zelda. Wandervolk Hindu? Nein, sicherlich nicht. Die schöpferische Kraft. Ja. Ich weiß es noch nicht. Aber Einnahmen sind Erloese. Erloese wird auch so ausgesprochen. Nicht anders. Aggregatzustand wäre wohl dann Fett.
fest, gibt auch noch flüssig und gasförmig. Geradleiste. Frag mich nicht, was die meinen damit. Eine Haltestelle ist. Achso, ich kann ja hier ein Lösungswort mit drin haben. Also. Ja, easy. Das ist ja sowas von easy. Ein Provinzler. Okay, doch nicht. Das ist der Provinzler, den hatten wir schon mal. Das Landei. Ich weiß, die Nummer 6 ist ein H, weil alles andere wäre also das wäre merkwürdig. So, die Windschattenseite. Hinten, was gibt es noch eine andere Seite für andere Sache? Oder was könnte damit gemeint sein? Homepage. Ah, das ist ja einfach. Oh, das Wandervolk könnte jetzt das sein. Also ehrlich gesagt, ja, sind das. Aha. Okay, schöpferische Kraft, Genius? Nee, oder? Das Problem ist, ich kann ja nichts anderes mehr. Glück gehabt, würde ich sagen. Website, so, das hatten wir. Köln. Oh Gott, ich kenne auch. Sportlicher Wettkampf. Ist da jetzt Tauziehen gemeint? Jetzt ist es ein ganz bestimmter sportlicher Wettkampf. Sonst war, hätte es auch. Oh Gott. Ich kenne die Stadtteile von Köln noch nicht. Ey, ich bin froh, dass ich die Bezirke von Berlin mittlerweile kenne. Okay. Pasta passt hier, passt da gar nicht rein. Aber. Nudelsorte, was gibt's denn noch außer Pasta? Oder was ist denn eine Bodenform? Eine Bodenform. Ist aber jetzt nicht wieder Tal oder sowas. Doch, es ist wieder mal Tal. Die tropische Heilpflanze. Was gibt's denn hier für eine Erdart? Lehm ist eine Erdart, aber das Musikstück nehmen wir erstmal. Das ist nämlich ein Lied. Eine Station ist eine Haltestelle. Ja, es klappt noch. Ach, Erdart ist Ton. Und dann ist diese schöne Heilpflanze Aloe. So, und jetzt. Gradleiste, ist das eine Skala? Das Lösungswort haben wir gerade damit erraten und es ist, oder nicht erraten, sondern erwusst. Es heißt Droschke. Protokoll im Internet. IPv4, aber das geht nicht. Ach, das Triebmittel ist dann Hefe. Okay, HTML ist ein solches, beziehungsweise HTTP. HTTP ist es. HTML ist eine Programmiersprache für Webseiten zum Beispiel. HTTP. Und das P steht sogar für Protokoll. Die Nudelsorte sind die Penne. 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 So. Die staudige Sporenpflanze, ist das Farn? Okay, Lichtschein ist dann der Strahl. Das klappt doch. Windschattenseite ist da mit Le gemeint. Ah, Luv und Le. Oder wie die Schokoladenliebhaber sagen, beides hintereinander. Sachbezogen ist dann reell natürlich und der Stadtteil von Köln. Ja, sorry, aber liebe Kölner, bitte seid mir nicht böse. Oder alle Leute, die so in der Nähe wohnen. Ich meine,
bist ja jetzt ein Großraum, also an dem viele Leute wohnen. Okay, irgendwas mit Oiz. Ist es schon mal. Das hatte ich mir zumindest. Teutz? Reutz? Seutz? Deutz? Deutz? Okay. Hätte ich tatsächlich mit einem Stadtteil von Köln gar nicht so in Verbindung gebracht. So, aber damit ist schon unser erstes von den zwei Rätseln wieder gelöst. Damit würde ich mich doch sofort dem zweiten widmen. So. Gucken wir mal. Alles ist mittig. Schön, schön. Ja, dann sind wir schon mal bei. Achso, bei Französisch im Stil von. Kommt immer mal wieder vor. Unterarmknochen ist die Elle. Machen wir doch hier gleich mal weiter, wenn wir dort sind. Ein Rollkörper. Oder mehrere Rollkörper. Wenn es mehrere Rollkörper sind, dann hätten wir hier nämlich die Räder zu stehen. Lateinisch Göttin. Lea? Nee. Also, Gott. Oh mein Gott. Was war denn mal Latein? Das Wort für Göttin. Anständig. Legit. Nein, anständig, nett, freundlich, frivol, nein, Quatsch. Ach, Blatt, Gemüse, Speisen. Oh, das war auch schön. Unter meinem ersten Part, also dem originalen ersten Part, nicht dem nachgemachten, da hat jemand gesagt, flame doch einfach, ich flame Pete's Meat dafür, dass die ihre Sachen nicht. Also, dass die nicht alles wissen. Nein, das tue ich natürlich nicht. Also, ganz ehrlich, ich würde das nicht als Flame, sondern eher also als keine Ahnung, freundliches Necken bezeichnen. Also, ich würde niemals sagen, dann ist es eben die Alp mit P. Meine Güte. Alle Wörter hier, Alm, Alp und Alp, ist so alles dasselbe. Laut diesen Kreuzworträtseln. Ja, jedenfalls, ich würde ja, also. Da kommt diese Musik wieder. Nee, auf jeden Fall, hab aber, also ich habe schon irgendwie, naja, so gesagt, ja, also ich finde es immer schade, dass da irgendwie nicht so viel bei rauskommt. Bei manchen, also ich muss sagen, also Chris macht das wirklich sehr, sehr toll in den meisten Fällen. Der hat ein super Kreuzworträtselwissen. Aber dann gibt es eben auch andere Stellen, an denen es fehlt. Ich will da nicht flamen oder sowas. Jedenfalls, ich wollte eigentlich nur sagen, und ich selber habe Salat nicht hinbekommen. Also verstehe ich voll und ganz, dass das so ein bisschen heuchlerisch rüberkommen könnte. Mit Ach und Krach. Ach und Krach-Geschichten. Einheit beim Gehen. Einheit beim Gehen. Meter, Zentimeter. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Steifheit, Steifheit, auch ja. Ach, das ist Physik, würde ich sagen. Pferdesport. Das kann ich. Also, rausfinden, was der Pferdesport ist. Gemacht habe ich es tatsächlich noch nicht. Ich habe mal ein Pferd hin und her geführt und das war es so ziemlich. Zu mehr hat es erstmal nicht gereicht, wobei ich sehr, sehr tierlieb bin und dementsprechend auf ein Pferd lieber nicht raufsteigen wollen würde. Das arme Pferd. Weiblicher Vorname ist dann bestimmt Uta. Ballettröckchen, das ist das Tutu. Nein, ausgesprochen Tütü. So, Stuten. Sind die weiblichen Pferde. Ja, mit Pferden kenne ich mich anscheinend aus. Erstens, dass man sie reiten kann und zweitens, dass das weibliche davon Stuten sind. Kriechtier ist ein Reptil. Federvieh ist mal wieder die Ente. So. Läuseei. Ach, das hatte ich wieder vergessen. Aber das hatten wir auch schon mal, glaube ich. Stadt am Kocher. Ach, Leute. Gebt mir bei euren Kreuzworträtseln noch nicht immer diese
solche Sachen. Geografie. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn Groll ein umgangssprachliches Wort gewesen wäre. Freundlich gesinnt ist nicht feindlich, sondern kommen wir noch drauf. Schuss ist der Schott. Dauerbelastung. Bin ich leider gerade noch nicht. Machen wir erstmal, gucken wir mal, ob es wirklich so ist. Ja. Anständig. Reell ist das jetzt aber nicht nochmal. Weil das war was mit sachlich. Ausruf des Ekels. Ihhh, mit ganz vielen Es und Hs. Nee, machen wir erstmal Haartrockner. Das ist ja auch interessant. Ach so, nee. Ja? Ich muss gerade mal googeln. Heißt es Föhn oder Föhn? Genauso wie der Markenname. Ja, der Föhn ist eigentlich ein Markenname. Und dieser Markenname wurde ohne H geschrieben. Aber Föhn kann auch mit H geschrieben werden. Ich glaube das jetzt einfach mal. Also, weil es ja tatsächlich Google hat ausgespuckt, das ist in Ordnung. Also stellen wir Google auch nicht in Frage. So, Hochschulreife ist Abi. Und so langsam die Einheit beim Gehen ist mir immer noch nicht klar. Honiglieferanten sind natürlich Bienen. Die liefern den Honig Bienensekunden. Den Kanton in der Schweiz. Ich bin so schlecht in Geografie, aber Uri kenne ich. Ah, der Ausruf des Egels ist Pfui. Stadt der USA. Ja? Nee, Staat der USA. Ich habe mich doch glatt verlesen. Ich dachte mir auch, Oregon ist doch ein Staat, ein Bundesstaat, ja. Okay, getrocknete Weintrauben kenne ich zum Glück auch so unter dem Namen Rosinen. War nicht das Läuse ei Nässe oder Nisse? Nisse war's. Heinrich, Kurzwort. Der Heini, natürlich. Meeresnymphen sind Nixen. Nix reimt sich auf Nixen. Nicht, weil Nix ist nur ein Wortteil von Nixen. So, ja, die Dauerbelastung ist das und die Steifheit ist die Starre. Ah, ja. Richtig, richtig. Okay, aber Einheit beim Gehen. Ach so, der Schritt, ein Schritt. Anständig ist jetzt auf einmal reell, aber vorher war es auf Sachen bezogen oder wie. Manchmal, also vor allem, was ist denn anständig in dem Fall? Also warum soll das jetzt. Ich verstehe es einfach nicht. Warum reell jetzt ein vernünftiges Synonym für anständig ist. Planetoid. Das wäre auch komisch, wenn das gestimmt hätte. Ich habe jetzt einfach irgendwas, was mir durch den Kopf ging. Ach so. Ja, nee, so funktioniert das nicht. Eine Abfolge. Stadt am Kocher ist mir immer noch unbewusst. Und ich
glaube, den umgangssprachlichen Ärger, also da komme ich wahrscheinlich wieder aus der falschen Gegend dafür. Gucken wir erstmal. Ha, das ist die römische Göttin. Ceres. Ja. Ich gebe jetzt einfach mal Sachen ein, von denen ich überhaupt nicht weiß. Was ist denn überhaupt der Kocher? Das ist doch nicht etwa ein Berg. Ist Arno ein Planetoid? Nein. Also ich weiß, dass Pluto kein Planet mehr ist, zum Beispiel. Haten. Ja, genau. Nee, er hatte ich schon. Die hatte ich schon. Okay, U ist es auch nicht. Aha. Gut, nachdem ich das L rausgefunden hatte, war es mir dann auch klar. Okay. Aha. Ich tatsächlich, das Wort sagt mir wirklich nichts, was auch immer da rauskommt. Boris, Noris, Moris, Joris, Horis, Doris, Aoris. Ich muss ehrlich sagen, hatte ich es gerade schon? Nee, Zoris. Nee, sagt mir wirklich gar nichts. Ist schade, dass dieses Wort mir noch nicht bekannt war, aber vermutlich werde ich mir auch Zoris nie merken, weil ich nicht weiß, wann ich das mal je benutzen sollte in meinem Leben. Es ist mir unbekannt. Und das wird es auch bleiben, denn beim nächsten Mal, wenn das wiederkommt, umgangssprachlich Ärger, dann werde ich nicht an Zoris denken. Nie und nimmer. Bei Läuseei merke ich mir vielleicht noch die Nisse, aber sonst. Also ich glaube ja, hier hinten kommt ein L hin. Aber. Och, Mann. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Buchstaben ein und das ist völlig falsch. Okay. Davon hat gar nichts gestimmt, schon mal. Okay, da kommt da auch kein. Bin gespannt, wann. Ah, okay. Irgendwie. Jetzt ist es schon schwierig. Einfach nur Buchstaben raten ist zwar auch nicht das Wahre, aber. Ich muss aber. Thank you.
Okay. Moment, oh Gott, zugetan. Uiuiuiui. Ja, und ich fürchte, auch hier muss ich wieder raten. Juno. Okay. Ein Planetoid namens Juno. Ja, irgendwie jetzt, wo es da steht, klingt das plausibel, möchte ich sagen. Jetzt auf einmal. So. Ach, die Abfolge war die Serie. Das hätte ich aber auch schneller haben können. So. Und damit haben wir es auch wieder geschafft. Wieder mal habe ich mich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber das Video geht auch bloß eine knappe halbe Stunde. Also, ja, trotzdem, wer weiß, vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal, solche Worte zu kennen wie Zores oder Nisse oder so wie zuzüglich und, was ich überhaupt nicht gesehen habe, weil ich die anderen Worte schon hatte. Aber auf jeden Fall, danke auf jeden Fall wieder fürs Einschalten. Ihr seid super und vielen Dank, dass ihr mit mir so viel Geduld habt, auch bei Worten, die man unbedingt wissen müsste. Also wie gesagt, wie Zores hätte man wissen können, zugetan hätte man rein theoretisch wissen können. Für mich ist es trotzdem irgendwie so. Oder hier anständig da reell wieder einzutragen. Ja, möglich. Aber das wäre halt, wenn man das in dem anderen Rätsel schon mal hatte. Ich weiß nicht, ich bin da skeptisch. Vielleicht muss ich das auch nicht sein. Gut, damit möchte ich euch auch nicht weiter aufhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.